Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gwent Deckschmiede. Heute mal wieder mit einem, ja, etwas anderen Hyperthin-Deck. Denn es ist eigentlich eine Mischung aus Hyperthin und Clogging. Es ist ein Deck, was letzter Zeit wahrscheinlich eher häufiger gesehen haben werdet, weil es gab einen Spieler, Skulldozer, der hat dieses Deck auf rund 2668 FMMR hochgespielt. Was eigentlich keine schlechte Leistung ist. Fast 2700 FMMR mit einem Nilfgaardischen Deck, was auch sehr außergewöhnlich ist. Vielleicht ist es halt auch der Grund, warum, jetzt kennt das Deck natürlich jeder, jetzt weiß man eher, wie man dagegen spielen muss. Ne? Es ist halt auch ein Hyperthin, dass wir die kurzen Runden haben. Wenn natürlich Decks unbekannter sind, ist es natürlich auch leichter, mit ihnen zu pushen. Dieses Deck kann allerdings einiges. Es ist relativ stark. Ich muss aber auch direkt warnen, denn dieses Deck ist schwierig zu spielen. Ne? Sehr schwierig zu spielen. Ein Fehler in diesem Deck kann einem schon das komplette Spiel versauen. Das heißt, wenn man ein bisschen unkonzentriert ist, wie ihr in den Spielen sehen werdet, wenn man im Stream ist und Julia war wieder dabei und ein bisschen redet oder so, dann macht man halt einfach Fehler. Das kann das Problem wirklich an diesem Deck sein. Aber ansonsten, es ist ein super lustiges Deck. Es ist halt quasi Hyperthin, also wir wollen alle Karten aus unserem Deck raushaben. Wir spielen mit Reisegefährten, Klötze, Bruchhold, ne? Wir spielen aber auch das Clogging-Paket. Und das Clogging-Paket spielen wir aus dem Grund, weil dieses Deck wird mit Kolgrim gespielt. Das heißt, beschichtete Waffen, wir haben die Wiebern-Hexer, wir haben den Gutur-Gwet, wir haben das Cynthia, wir können dem Gegner auch wieder Karten rauflöschen. Weil Kolgrim hat diesen lustigen Effekt, sobald wir nur noch eine Handkarte haben, verbessert er sich um die Differenz der Kartenanzahl in den Spielerdecks. Das heißt, wenn unser Gegner noch 14 Karten im Deck drin hat, verbessert sich, und wir keine mehr, verbessert sich Kolgrim am Ende der Runde um 14 Punkte. Gibt natürlich auch Decks, die machen diese Strategie manchmal so ein bisschen unnütz, wenn man Hyperthin spielt. Skellige mit ihrem Discard kann relativ nervig sein, andere Hyperthin-Decks können relativ nervig sein. Aber ansonsten ist es eigentlich ein relativ gutes Deck. Was dem Deck ein bisschen fehlt, ist manchmal ein bisschen Angriff. Das heißt, wenn der Gegner in der ersten Runde, hat man ja häufiger, irgendeine gefährliche Karte spielt oder Verteidigung oder so, du kommst nicht an die Karten ran. Das heißt, wenn der Gegner eine sehr spezielle Strategie fährt, die nicht häufig gespielt werden, aber es gibt Decks, die diese Strategie spielen, dann hat man auch nicht wirklich eine Angriffsmöglichkeit. Ne? Dann kann man nicht wirklich in der ersten Runde den Verteidiger wegnehmen und kann an die richtig guten Karten ran. Ruins an sich ist eine meiner liebsten Karten, wenn überhaupt. Ich finde die Karte richtig geil. Er wird nur sehr selten gespielt. Das Problem ist nämlich an ihm, er sieht sich die obersten drei Einheiten in unserem Deck an, davon können wir eine in den Friedhof verschieben und zerstören eine gegnerische Einheit mit derselben Stärke. Das ist immer so ein Glücksspiel. Klar, wir können natürlich so 7-Punkt-Karten spielen, um Verteidiger wegzunehmen, aber sind sie auch in den obersten drei Einheiten-Karten in unserem Deck drin? Das ist das Problem. Das heißt, Ruins ist eigentlich immer für die kurze Runde gedacht. Mit einem Befehl setzt er den Stärkewert einer Einheit auf die Anzahl der Karten in unserem Deck. Wenn wir dieses Deck richtig spielen, hat dieses Deck 0 Karten. Das heißt, Ruins zerstört eine Einheit. Das heißt also, Ruins kann zwei Einheiten auf einmal zerstören, was ihn ziemlich stark machen werdet. Das werdet ihr auch in einem Spiel, glaube ich, sehen. Man muss allerdings dafür perfekt spielen. Das Ziel ist es halt wirklich, wir müssen mit dem Magier Meuchelmördern, wir müssen unseren Affen rausholen mit dem Anführer oder ein Fäulemacher müssen wir halt ausspielen, damit wir alle Karten rauskriegen. Das heißt, ein Fäulemacher für den Magier Meuchelmörder, Anführerfähigkeit, taktische Entscheidung, immer noch mit Schneeglöckchen wie bei Hyperthin, mit Affen und dem anderen Meuchelmörder. Da kriegen wir auch schon mal auf jeden Fall ein paar Karten raus. Das Wichtige ist halt auch, Rico muss die ganze Zeit ganz unten im Deck drin sein. Das heißt, wenn man eine Maxi spielt, kann man Rico nach ganz unten legen, weil Ruins ist sowieso erst in der letzten Runde relativ gut. Und so hat man den Nachteil nicht, dass man vielleicht einen Rico nachzieht. Das heißt, sobald der ganz unten liegt, ist es ganz toll. Zunge des Toten Mannes nimmt uns zwei Karten raus. Was ihr verbannen wollt, ist Matchup-abhängig. Manchmal ein Panzerreiter oder so, ne? Aber insgesamt kommt dieses Deck wirklich auf 0 Deckkarten, sollten wir alles richtig ausgespielt haben. Und wenn wir auch Rico mit Maxi nach ganz unten gelegt haben, können wir sie nicht mit Reisegefährten wieder rausziehen. Na, das ist alles sowas. An sich will man meistens die erste Runde gewinnen, zweite Runde pushen. Manchmal war die erste Runde gewinnen nur tatsächlich ein bisschen schwieriger mit dem Deck. Weil, ja gut, das liegt auch an uns. Wir haben uns manchmal gebrickt. Das kann passieren. Wir spielen Plötze, wir spielen Bruchhold. Wir spielen tatsächlich die ganzen Magier, Meuchelmörder und Affan. Das heißt, dass man sich da bricken kann in der ersten Runde mit Reisegefährten, kann passieren. Das ist das Deck, was es nicht so schön macht. Ne? Und wie gesagt, wir haben halt relativ wenig Angriff, was auch für gefährliche Karten was ein Problem werden kann, wenn der Gegner irgendeine crazy Strategie spielt. Ansonsten, erste Runde gewinnen. Zweite Runde pushen und dann will man wirklich eine kurze Runde gehen. Wir wollen Verteidiger haben, wir wollen Kolgrim haben, wir wollen Ruins haben. Wenn es noch geht, vielleicht Reisegefährten behalten. Kann auch eine Möglichkeit sein. Und dann halt wirklich Kolgrim ausspielen, sobald wir nur noch eine Handkarte haben. Also wenn zwei Handkarten sind, Kolgrim, vorher sollte der Verteidiger liegen. Ruins sollte natürlich auch vorher gespielt werden, sollte noch den Rico aus dem Deck rausnehmen. Denn das Wichtige, warum wir, das habe ich vielleicht nicht erzählt, warum wir Rico spielen, warum Rico nach ganz umgelegt werden sollte. Rico setzt seine Stärke auf die Stärke der zuletzt ausgespielten Einheit vom Gegner. Das heißt also, Rico gibt uns jederzeit ein Ziel für Ruins. Das heißt, wenn der Gegner eine Karte ausspielt mit 10 Punkten,
kann Reigns diese Karte mit dem Rico zerstören, weil Rico hat 10 Punkte. Wenn die Karte ausgespielt wird mit 8 Punkten oder so, kann ist Rico 8 Punkte und kann die Karte zerstören. Das Einzige, was nicht funktioniert, ist, wenn der Gegner eine Karte ausspielt und diese Karte dann im selben Zug noch verbessert. Mit Stratagem, mit Anführerfähigkeit oder so, dann funktioniert das nicht, weil die Stärke der Karte, die ausgespielt wird, ist halt das, was als letztes aufs Feld kam. Aber wenn sowas wie Reisegefährten oder so aufs Feld kommt und die haben 13 Punkte, dann ist Rico 13 Punkte. Von daher, das ist das Besondere halt wirklich. Es ist ein ziemlich lustiges Mix. Es ist Hyper Thin Clonging Mix. Es ist ein sehr lustiges Deck zu spielen, aber wie gesagt, seid gewarnt, es ist nicht wirklich leicht, dieses Deck zu spielen und man kann wirklich sehr leicht einen Fehler machen. Und wenn man einen Fehler macht, wird man mit diesem Deck sehr hart bestraft. Man kann es trotzdem, wenn man es gut koordinieren kann, mit dem Deck einen ziemlich guten Erfolg haben. Ich meine, es hat Skulldozer gezeigt, der das Deck auf fast 2700 FMMR hochgespielt hat. Und das ist schon eine Menge. Ne? Das ist schon pro Niveau. Und ja, das ist, wie gesagt, also ich weiß, viele meckern momentan über die Meta. Ich finde, die Meta ist momentan saugeil. Das ist eine der geilsten Metas, die wir haben, weil man kann tatsächlich sehr vieles spielen. Es sind sehr viele lustige Optionen möglich, auch mit den neuen Karten so. Es ist wirklich momentan sehr durchwachsen. Ich hoffe tatsächlich, dass sie nicht so viel ändern tatsächlich mit dem nächsten Patch. Vielleicht eher die schwächeren Fraktionen ein bisschen buffen. Vielleicht Bettlerkönig oder Milva irgendwie so Provision hochsetzen oder so, aber nicht wirklich sehr viel ändern, weil momentan die Meta ist eigentlich relativ gut. Syndikat ist nicht so weit vorne, dass es jetzt unbedingt eine Broken-Fraktion ist. Klar, sie ist Tier 1, aber irgendwas ist immer Tier 1. Und egal, was Tier 1 ist, ich weiß, ihr hasst es. Also ja, viel Spaß mit den Runden und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Was ich auch noch sagen sollte, jetzt natürlich ganz am Ende, kann sein, dass die nächsten Tage vielleicht erstmal wieder keine Folge kommt, weil ich jetzt die nächsten Tage sehr mit Lernen bin. Ich habe wieder Donnerstag, Freitag Prüfung. Das heißt, ich werde wahrscheinlich heute ganz gerne nochmal lernen, keinen Stream haben und dann die Prüfung und dann ab nächste Woche Januar ist alles wesentlich entspannter, dann kommt wieder wesentlich mehr. Vielleicht schiebe ich mal tatsächlich was anderes zwischendurch ein, was man halt schnell aufnehmen kann, dass ihr trotzdem noch eine Völkchen habt oder so, weil ich habe mal wieder Lust auf Slay the Spire. Vielleicht machen wir mal wieder ein Slay the Spire ran, ich weiß es noch nicht, wir werden sehen. Aber ja, viel Spaß mit den Runden und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein und ciao. Hört hat, hat es mal in letzter Zeit ausprobiert, also wirst du wahrscheinlich häufiger mal drauf treffen können. I shall make Nilfgaard great again. Und wir fangen an. Okay, wir haben Fäulemacher auf der Hand. Einmal den Vipernhexer. Wir haben schon den Rico auf der Hand. Pfiffchen haben wir auf der Hand, bei theoretisch. Ich weiß nur nicht, ob ich Pfiffchen erste Runde ausspielen würde. Denke eher nicht. Magier Meuchelmörder ist nett, dann könnten wir den anderen benutzen. Panzerreiter muss ja nicht schlecht sein. Schneeglöckchen bräuchten wir eigentlich noch. Kulturgewett. Nein, wir haben den anderen Magier Meuchelmörder gezogen. Ah, das war es nicht, was ich ziehen wollte. Das war es absolut nicht, was ich ziehen wollte. Wobei, wir könnten jetzt eigentlich auch eine Karte nach oben legen, die wir nachziehen. Weil wir mit Anführer komplettes Dreifach-Trio. Können wir irgendwie anders eine Karte nachziehen, nur durch Anführer, ne? Das heißt, Schneeglöckchen-Anführer-Kombo ist doof. Ah, kacke. Okay, wir verbannen erstmal den Eindringling. Und ich glaube, wir verbannen sogar nochmal einen Panzerreiter. Okay. Ich habe heute 15 Fässer geöffnet mit 2 Gold und 7 epischen Karten. Das ist eigentlich eine ganz gute Ausbeute. Wir spielen einen Clock-Deck-Redukuma. Clock-Holgrim mit Hyperthin halt. Und das Besondere, wir spielen mit Reigns. Okay. Ich meine, wir haben viel weniger Deckkarten als er, das heißt, wir können eigentlich den Adepten ausspielen. Wenn auch erst eine Fäulemacher ausspielen können, aber ist jetzt egal. Soll tatsächlich ein Deck sein, was ziemlich gut ist momentan. Spielt er nur Spionagekarten? Okay, nächste Runde können wir die Magierin halt richtig hart ans Deck reinmischen. Richtig hart ins Deck reinmischen. Ich würde fast sagen, so wir ziehen hart. So richtig hart. Ich würde fast sagen, wir ziehen sogar erstmal ein Schneeglöckchen nach ganz oben. Ich fand die Wortwahl nur witzig, sorry. Richtig hart. Richtig hart ins Deck reinmischen. So mit Explosion. Hm?
Okay. What's better than a dead noble? Two dead nobles. Die infiltrierende Magierin kurz war, naja, wobei sind sie eigentlich so nervig? Eigentlich sind sie nicht so nervig bei uns. Er hat sie sich wieder geklaut. Seine Schuld. Ich habe auch voll vergessen, die Karte hat nie irgendjemand gespielt. Ich habe vollkommen vergessen, dass sie mittlerweile den Todesstoß hast, dass die auf die gegenüberliegende Reihe kommt. Das habe ich komplett an der infiltrierenden Magierin vergessen. Okay, wenn es assimilieren ist, würde ich ganz gerne eigentlich pushen. Problem ist natürlich mit Rico. Ah, das ist jetzt doof, ne? Wir müssen mal hoffen, dass Rico relativ weit unten ist. Beschichtete Waffen. Panzerreiter legen wir noch ab. Means haben wir noch nachgezogen. Wir fangen mal an mit dir. Bei Rico ist jetzt natürlich das Problem, wenn wir Rico ausspielen. Normalerweise, wir haben den Fäulemacher jetzt halt nicht benutzt, um so einen Magier wegzulegen. Du willst eigentlich nämlich einen Anführer für Rico haben, aber dadurch, dass wir jetzt alle drei auf der Hand haben, haben wir das nicht. Das heißt, mit Rico wird es jetzt zum lustigen Spielchen. I bring death, quite literally. Okay, wir legen den Fäulemacher wieder oben aufs Deck. Aber wir haben zum Glück noch ein Schneeglöckchen, also wir könnten ihn wieder zurück ins Deck legen. Falls wir ihn ziehen sollten. Roderick. What is it you want? In Gnadenstoß. In Roderick. Push on! No, in Zunge des toten Mannes, okay. Schneeglöckchen. Wir benutzen erst unseren Anführer. Ziehen drei Karten. Ziehen und ziehen. So, legen dich, dich und dich ab. Spielen nochmal Schneeglöckchen aus. Okay, Rico muss definitiv ins Deck rein. Und ich würde wahrscheinlich einen Panzerreiter nochmal zurücklegen. So, wie viele Einheiten haben wir noch im Deck drin? 5 Stück, ne? Das heißt, Rico muss eine der obersten 3 Karten sein. Illusionisten. Have you ever laid eyes on a deception of such grandeur? Okay. Die beiden Hexer mischen ihm wieder einen Illusionisten rein. Ich meine, er kann sich, ja, er könnte sich jetzt eine Vierer von denen klauen, aber wir können ihm vieles wieder oben ins Deck reinmischen. Und ich gebe ihm lieber für die nächste Runde sehr schlechte Karten. Wir kloggen ihn jetzt quasi halt noch voll. Okay. Ich könnte halt den Illusionisten wegkauen, bevor der zu einer Gefahr wird, weil ich weiß nicht, ich will eigentlich nicht, dass der einen guten Effekt hat. Das heißt, wir legen den mal wieder nach oben und weil es so schön ist, legen wir auch noch einen Emissär nach oben. Das heißt, er zieht jetzt nächste Runde einen Emissär nach. Mit seinen Reisegefährten. A shame I had no time. Okay, ich bin Maxi. Eine Karte, die wir nach ganz unten legen wollen. Ich will nicht Rico Meiersdorf nachziehen.
Cynthia wäre eigentlich ziemlich gut. Wenn ich es jetzt nicht verschiebe, ziehen wir Rico auf jeden Fall nach. Das darf nicht passieren. Ich kann auch einen Kolgrim nach ganz unten legen, wenn ich will. Ich glaube, ich lege einen Kolgrim nach ganz unten, weil den will ich jetzt überhaupt nicht ziehen. Und wir ziehen natürlich einen Rico Meiersdorf. Wir haben schon gemischt und die ziehen trotzdem Rico Meiersdorf nach. Boah, ist das belastend. Vielen Dank, Redo, für den Twitch Prime Sub, für den Twitch Sub. Danke dir. Bra, bra. Your name, young man, demands you be cursed into an urchin. I hate nothing more than a creaky door. Contract calls for your death. It's nothing personal. Was kriegt er für Karten? Er kriegt halt nichts Tolles von uns. Ein Reams. Macht er beim Ausspielen genug Punkte? Ich meine, er muss eine 4er, eine 6er, eine 5er Karte oben haben. Ich glaube, er hat die Spione oben halt. Wir haben ihm Spione und eine 4er nach oben gemischt. Nein, eine 5er. Das ist schon nicht so schön für uns jetzt. Ich glaube, wir werden gerade einen Nachteil die Runde kriegen. Wir könnten natürlich auch Wins ausspielen und könnten jetzt eine 6er wegwerfen, wenn wir wollen. Ah, das ist der Trüffel. Okay, er wird eine Karte mehr haben. Er spielt aber auch nicht mit Terra Nova, ne? Okay. So, gucken wir mal, was Kolgrim kann. Ich meine, Karte weniger für Kolgrim muss nicht so schlimm sein, wenn er keinen Angriff mehr hat, um an Kolgrim ranzukommen. Wir ziehen auf jeden Fall noch Verteidiger und Kolgrim nach. Und dann können wir noch mit Cynthia kloggen, wenn wir wollen. Okay, wir müssen auf jeden Fall Rico ablegen. Frage ist, was ist mehr wert? Ich schätze mal tatsächlich, Kolgrim ist besser als Maxi. Panzerreiter ist auch besser als Maxi. Schneeglöckchen. Why aren't you listening? Listen to me sing, damn it. Möchte ich Verteidiger jetzt schon ausspielen? Ich meine, die letzte Karte, die wir ausspielen, kann auch tatsächlich eine Cynthia sein. Ich glaube, wir blockieren erstmal Schneeglöckchen, falls er noch mehr Karten nachzieht. Ich bin gleich mal wieder da. Jupp. Vollmacher. No good wine will come from here. Not even compost. Okay, Verteidiger. Problem ist, Kolgrim bufft sich nicht so stark hoch, wie ich es ganz gerne hätte, ne? Und Wiens müsste nächste Runde rauskommen. Momentan zerstören wir aber maximal eine 4er. Wir können aber auch Schneeglöckchen zerstören, weil wir haben noch eine 6er am Deck drin, ne? Vielleicht hätten wir Wiens auch für Schneeglöckchen benutzen sollen, anstatt der Panzerreiter. Aber er spielt mit Yennefers Beschwörung und Hitzewelle. Heiliger. Okay. Bufft sich um 7 Punkte. Hat er nochmal 8 Schaden. Ich meine, er hat Hitzewelle und Yennefers Beschwörung raus. Er kann nicht noch mehr Angriff haben. Terranova. Gotcha, gotcha, Puppet. Ah, die werden sich nicht verbessern. Die werden sich nicht verbessern, aber ich glaube, es reicht nicht aus, weil sein Schaum alleine macht schon 6 Punkte. Was ist seine letzte Karte? Es kommt auf die letzte Karte drauf an. Schaum sind 6, es darf keine 7-Punkt-Karte sein. Das ist ein Gnadenstoß, das reicht nicht aus. 2 Punkte gewonnen.
Hitzewelle und Beschwörung ist trotzdem nicht an Kolgrim angekommen. Ja, man sollte eigentlich den Fäulemacher von den Magier benutzen, ne? Dann hast du eine Karte weniger am Deck, dann hätten wir auch mit Greens noch was zerstören können. Also das war jetzt nicht unbedingt so toll. Und dass wir halt Rigo Meiersdorf in der zweiten Runde beim Push noch auf der Hand hatten, aber so soll es eigentlich funktionieren. Das ist eigentlich ein ziemlich interessantes Deck, ne? Kolgrim, ich meine, er kann nicht alles wegräumen. So Greens und Verteidiger und Kolgrim sind schon drei ziemlich große Gefahren. Von daher relativ interessant. Hey. Moin Primal. Jackie. I shall make Nilfgaard great again. Jackie Potty. Okay, und zum toten Mannes. Kolgrim wollen wir erst Runde nicht ausspielen. Die können wir ablegen. Verteidiger wahrscheinlich erste Runde auch nicht. Na, nicht unbedingt die stärkste Hand für die erste Runde. Die beiden haben wir schon mal. Das ist ganz nett. Da will ich noch einen Panzerreiter ab. Nein! Ist natürlich immer ein Risiko, was wir eingehen. Okay, wir ziehen Gutor Gwent nach. Ich will eigentlich Schneeglöckchen relativ baldig nachziehen. Ich könnte natürlich Rico nach ganz unten packen, aber dann könnten wir Reins erst in der letzten Runde benutzen, möglich. Ah, ja, machen wir es mal. Hey, Schiffkoch. Nee, das ist so ein Clogging Hyperthin Mix. Da bin ich wieder. WB. Seht ihr, was ich sehe? Ich sehe einen Crackhead. Bin ich ein Crackhead? Nee. Er hat gerade elendigen Süchtigen gespielt. Oder bist du elendige Süchtige? Ich bin süchtig. Süchtig nach Gwent. Das ist Jule. Jule 2023, nachdem die nächste Magic Booster Edition hin leer rausgekommen ist und die alles ausgegeben hat. Weil es war eine My Little Pony Edition. So, ich werde jetzt meine SSD kaufen. Achtung, Jule kauft SSD. Meinst du, ein Terabyte reicht oder soll ich... Ich glaube, ein Jahr reicht erstmal für meine PC-Auslastung. Man kann ja dann immer noch nachrüsten. What's better than a dead noble? Two dead nobles. Wir legen ein paar elendige Süchte zurück ins Deck. Kann sein, dass er Salamander spielt, ne? Der 7. Januar. Naja. Ein Terabyte ist immer zu wenig. Kommt drauf an, was man macht. Ja, ich habe ja auch eine 2 Terabyte HDD drin. Und da ich sowieso noch eine Playstation habe und so, wird der PC meistens eh nie so voll. Und wenn dann wirklich mal voll ist, dann kann ich noch eine holen. Na? Das wird jetzt nicht das Ding. Hat sich eigentlich nicht gelohnt zu blocken, aber er müsste ja 2 Münzen zahlen, um ihn zu entblocken. Nee, es SATA SSD. Dass wir Bruchhold gezogen haben, kotzt mich halt an. Ich hätte gerne eine... Ja. Hätte gerne eine M.2 SSD eingebaut, aber ich habe da keinen Slot für. Und mit 2022 macht er nicht so viel Hoffnung auf das, was man halten kann. Also ich könnte bestimmt irgendwie nachrüsten, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mir dann auch ein bisschen zu kompliziert und für meine Sachen, die ich mache. Er haut Luisa raus, der wird bestimmt Salamandra. Was ich alles mache, ist reicht, glaube ich. Ich fand die Roadmap tatsächlich gar nicht so schlecht. Klar, ist jetzt nicht alles dabei, was man wirklich haben will, aber wenn der Spielmodus, den sie rausbringen, relativ gut ist, dann lohnt sich's eigentlich schon. M.2 Slots alle voll. Ja, die ist auch schnell genug und wie gesagt, solange ich kein Raytracing oder so noch mache, was meine Grafikkarte sowieso nicht macht, ist das, glaube ich, eh nicht so relevant. Oder so, solange ich jetzt
keine High-End-Grafik-Sachen spiele, aber oder nebenbei noch Videos rendern möchte und streamen möchte, ne, Philipp? Jetzt kommst du natürlich raus. Bruchhold ist unmöglich. Ich denke auch, dass es erstmal für mich reicht. Und ansonsten muss eh irgendwann ein neuer PC her. Okay, ein Ring gegen mein Stack. Wir haben Kolgrim nachgezogen. Rico ist ganz unten. Ja. Beschichtete Waffen werden wir wahrscheinlich noch nachziehen. Wir brauchen einen Verteidiger. Aber wir haben noch Anführer mit Schneeglöckchen. Oh, Henki, wie teuer waren das bei den Grafikkarten? Preisen im Moment, oder hast du deine alte genommen? Shit, womit fangen wir an? Müssen wir leider ein Clogging weniger spielen. Wir können Anführer noch nicht benutzen. Hat denn er überhaupt gute Decks für diese Season? Ja, du kannst Magier, kann man noch Reiblick spielen oder mal Belagerungsmaschinen. 1500 Euro geht für einen PC tatsächlich. Okay, ich glaube, er spielt Salamander. Meinen PC kannst du auch weitaus länger nutzen, wenn du ein bisschen aufrüstest als so eine Konsole. Ja, waren 900 die Karte. Safe. Die 3060, die hast du für 900 Euro bekommen? Eindringling muss weg. Und ich denke mal noch ein Panzerreiter geht weg. Wenn wir wirklich gegen Salamander spielen, haben wir ein echtes Problem. 880, wow. Grafikkarte ist immer am teuersten. Nee, weil er die so günstig bekommen hat. Also, ja, kann sein, dass das natürlich in so einem Paket. Aber immer nicht, Philipp. Die Preise sind schon enorm gestiegen in den letzten Jahren. Ja, aber also Grafikkarte macht meistens ein Drittel des PCs aus. Furchtbar sind die mittlerweile gestiegen. Snap and done. Heckling kill. 880, ja. Okay. Ich habe gerade mal geguckt. Wahrscheinlich, ich habe vor Weihnachten mal geguckt. Wahrscheinlich waren die deswegen noch mal teurer. Und ich glaube, ich lege ihm noch einen Elendlingsüchtigen nach oben. Ach, alles einzeln gekauft. Ja gut, da kannst du dir ja auch selbst raussuchen, wo du es kaufen möchtest und suchst dir einfach den günstigsten Preis. Auf einer Seite, der du weitestgehend vertraust. Your life was worth a great deal, my lord. Aber ich habe gesehen, dass das Mainboard, was ich drin habe, der PC ist ja nun auch schon ein bisschen älter, dass er schon DDR4 kann. DDR4. Kennst du die erste DDR? Da gab's noch die Mauer. Der spielt hundertprozentig Salah. Okay. Da war ich ein bisschen happy, als ich das gesehen habe. When I finish with them, there'll be nothing left to bury. Und jetzt schwanke ich noch so ein bisschen zwischen 16 oder 32 GB. Wenn dann mein PC komplett im Arsch ist, weil ich irgendwas falsch gemacht habe, rufe ich Philipp an. Da mache ich mehr kaputt. Ja, wahrscheinlich. So hochgehoben, Gehäuse zerdrückt. Das wäre echt schade, weil ich Gehäuse echt schön schlicht finde. Taschendieb.
Ich weiß nicht, also unser Gegner plant hundertprozentig einen Salah. 16 über die Haare, schwanke, ob ich das nicht richtig ausreize gleich mit dem RAM-Speicher. Schwierig. Aber 16 reicht eigentlich auch für einen normalen Verbraucher, oder? Ich glaube ja. Also es kommt doch immer drauf an, ich würde jetzt auch sagen, ich bin normaler Verbraucher, aber ich spiele halt viel Videospiele und mache halt viel Videorendering auch so nebenbei als Hobby, aber da brauchst du halt auch ein bisschen mehr. Weil die ganzen, weil allein der ganze Platz, den die Videos einnehmen, die Streams und alles, was du noch nicht gerendert hast oder so manchmal, ne? Gab aber dann teilweise Zeit, bevor der PC kaputt gegangen ist, die neu aufgesägt hat, dass wirklich die eine Festplatte fast voll war. Was machst du jetzt eigentlich mit dem PC? Weil lange macht er ja nicht mehr, oder? Ja, so lange ausreizen, bis er macht. Und hoffen, dass man bis dahin Geld für den neuen hat. Onward, onward, to be showered with Imperial gold. Ich bin mal gespannt, ob Salamander ausreicht. Aber wenn er Doppel-Salamander spielt, dann definitiv. Bei Roland kriegen wir nicht mehr vom Feld. Aber Kolgrim bufft sich um 13 Punkte am Ende der Runde hoch. Das wird sexy. Was ist die Lieblingshexerschule? Okay, er spielt Doppel-Salamander. Ja, es ist Doppel-Salamander. Gut, dann hätten wir pushen müssen. Dann hätten wir definitiv pushen müssen, aber gut. Einfach alles verloren. Das sind die guten Doppel-Salamander. Ja, wir hätten Reans aufsparen sollen, aber selbst Reans hätte uns nicht gerettet, weil das Problem ist, wir kriegen den Salamander nicht vom Friedhof. Wir hätten Gutur Gwet aufheben müssen, und den Salamander auf das Deck raufpacken können. Also wir hätten das Match aber auch gewinnen können. Ich wusste nur nicht, ob es Doppel-Salamander ist, so. Hätte auch einen seiner sein können, ne? Wir hätten den Salamander, wenn er ihn zerstört hat, einfach wieder aufs Deck raufpacken können und dann hätte er ihn nicht benutzen können. Das hätten wir durchaus machen können. Dann hätten wir tatsächlich gewonnen. Aber gut. Na, nur ein kleiner Fehler gemacht und schon ein Spiel verloren. So muss es sein. Bewegung. Not your lucky day. So. Wir fangen mal nicht an. Und diesmal haben wir Plötze auf der Hand, aber den legen wir ab. Rico legen wir auch ab. Wir ziehen Eindringling nach. Oh. Kein Bruchholz, das ist gut. Riaden mit Trönchen. Gut, die kommt wieder aufs Deck rauf, mein Freund. Die kommt wieder aufs Deck rauf. Triadenmatrone gebe ich dir nicht. Wir müssen halt auf Saskia aufpassen, weil Saskia kann nervig sein, wenn der Karten oder wenn sie Karten rauszieht. Zwei Katzenhexer. Okay. Nein, Plötze, warum kommst du nach hinten? Bruchholz kommt nach vorne. Bruchholz ist guter Junge. So, jetzt. Natürlich triffst du genau den Einschuss. No good wine will come from here, not even compost. Und natürlich treffen wir genau Madoc. Ey, es ist. Die Runde ist RNG irgendwie so ein bisschen gegen mich. Das waren jetzt die schlechtesten Treffer. Er hat unsere Engine weggenommen. Ist aber auch mal wieder interessant, M&Ms zu sehen. Okay, was ziehen wir nach?
Dienen relativ komisch nach. Ich würde wahrscheinlich tatsächlich ganz gerne Rico nach ganz unten verbannen. Okay, unser Gegner passt. Dann können wir... Oder wir machen... Naja, Eindringende will ich jetzt nicht ausspielen, ne? Ja, komm, wir machen. Block. Ich will auch keinen Unentschieden, weil das Deck lebt eigentlich davon, in die kurze Runde so ein bisschen zu gehen, damit Wins. Mein Kreuzer Marcel. Naja, hätte er eine Karte nicht getroffen, hätten wir es ja jetzt halt auf ihm gewinnen können. So, die Frage ist, ob er auf Pallen spielt. Wir legen Eindringling ab. Ah, Verteidiger Kolgrim will ich wahrscheinlich die Runde auch nicht unbedingt benutzen. Ich will eher Karten ziehen, die ich benutzen will, die Runde. Weiß nicht, ob der Panzerreiter so eine Karte ist, die ich benutzen will, die Runde. Aber unser Gegner könnte halt Fallen spielen. Das heißt, wir gehen direkt pushen mit Anführer und hast du nicht gesehen, Schneeglöckchen. Auch wenn wir den Meuchelmörder jetzt natürlich um 2 Punkte verlieren, aber wenn er wirklich Fallen spielt, könnte das problematisch sonst werden. Okay, wir legen Mangel Meuchelmörder ab. Wir legen ein Affan wieder ab und wir legen einen... Ich möchte fast den Wiedmann-Hexer wieder zurücklegen, wenn er ganz hinten ist. Könnten auch Verteidiger zurücklegen. Ziehen wir sowieso relativ früh wieder nach. Verteidiger werden wir die Runde nicht benutzen. Beziehungsweise den werden wir jetzt nochmal ziehen. Okay, legen wir Verteidiger zurück und ich glaube, ich bin Hexer. Oder Wiens. Ah, ne, wir legen mal einen Hexer zurück. Okay. Spielt er Fallen? Er spielt Fallen, ne? Deswegen der Push. Und deswegen Schneeglöckchen ganz am Anfang, weil ein Erschrungsfalle hätte uns 12 Punkte gekostet. Ein Escherungsfalle hätte uns einfach nur 12 Pünktchen gekostet. Problem ist, er würde an Kolgrim rankommen. Wie viele Einheiten haben wir noch im Deck drin? Ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine 4er aufdecken, ist ziemlich hoch mit Wiens. Können aber auch erstmal ein paar Karten zurückmischen. Gib ihm ein paar Wachen für die nächste Runde noch. Wir haben noch nicht Zunge des toten Mannes gezogen, ne? Weitere Drianenmatrone. Ich meine, der könnte noch eine Millwall oder so im Deck drin haben. Das heißt, eigentlich der Vipern-Hexer-Bentor müsste sich jetzt auf 11 Punkte mindestens boosten. Okay, jetzt ist ja sogar noch im Deck drin. Er hat aufgegeben. Ja, wenn die Hand voll mit... Also wenn er wirklich Fallen gespielt hat, nur ein paar Engine-Karten hat und dann die Fallen in der zweiten Runde... Fallen kannst du halt immer noch... Also wenn du Fallen bleedest, dann sind Fallen halt immer noch so mega kacke. Es hat sich an Fallen nie geändert. Ist dann halt wieder kein Eigentum, ne? Das sind dann wieder viele Wohnungen drauf. The gate must be secure. Okay, Vampire. Ist halt echt schwierig, wenn du ein Haus bauen willst. Sehr schwierig, möchte ich fast sagen. Guter Bauboden wächst halt nicht nach. Naja, gut, aber das Hauptproblem ist einfach, dass viele reiche Leute sich einfach Grundstücke kaufen, die nur kaufen. Genau, Investoren, die alles leer kaufen und stehen lassen, um den Markt künstlich knapp zu halten. Richtig, danke. Spartan hat es gut erklärt, was ich gerade erklären wollte. Das ist halt wirklich nicht das Problem der Leute, sondern wirklich die Leute, die Investoren sind, die das kaufen, die dann nicht mal irgendwas raufbauen. Weil es halt dafür keine richtigen Gesetze gibt und dann halt wirklich den Markt knapp halten damit. Naja, und der Bauboden wächst halt nicht nach, ne?
Das heißt, wenn das Grundstück dann halt weg ist, dann müsste einfach mal bessere Gesetze dafür schaffen. Ja, dass wenn du ein Grundstück hast, dass du innerhalb von den nächsten Jahren da was hinbauen musst. Als Beispiel. Ja gut, aber dann verkaufen sie halt wieder als Eigentumswohnung so oder nicht als Eigentumswohnung oder sie verkaufen die oder vermieten halt einfach die Wohnung dann. Dafür müssen sie ja erstmal was raufbauen. Es werden ja leere Grundstücke gekauft und gehalten. Machen wir. Ich glaube, wir verbannen 2K. Wir verbannen Eindringling. Das brauche ich gegen Vampire. Blocker würde ich schon ganz gerne gegen Vampire behalten. Ich glaube, wir verbannen noch einen Adepten. Vampire ist der Vorteil, dass die echt schlecht ziehen können. Das heißt, Clogging kann für die echt nervig werden. Also dafür müsste es halt wirklich richtige Gesetze geben, sodass vielleicht auch Leute nicht aus dem Ausland einfach kaufen können. In Deutschland ist tatsächlich Geldwäscherei noch ganz groß mit Grundstücken. Weil ja. Du Grundstücke immer noch bar bezahlen konntest eine ganze Zeit lang. Okay. Aber ich glaube, dafür gibt es jetzt Gesetze. Ab diesem Jahr. Weiß ich gar nicht. Doch, da wollte tatsächlich die FDP was gegen machen. Wow. Die FDP wollte was gegen machen. Die FDP. Ja. Die sagt einfach, der Markt regelt und gut ist. Also auf die FDP, auf die FDP vertraue ich nicht. Nee, das ging mehr Spartan. Du konntest ganze Grundstücke wirklich kaufen für 200.000 oder so. Das war nämlich genau das Schlimme. Also Jungs, wir müssen keine Angst haben, weil die FDP regelt. Wird alles gut. Naja gut, wenn es so im Koalitionsvertrag steht, dann können sie davon jetzt auch nicht mehr zurücktreten. Olaf Scholz haben sie auch angepriesen als Klimakanzler. Und was er jetzt gemacht hat, ist gesagt, ja, Erdöl ist gut, Erdöl ist klimaschön. Ne? War doch klar. Ja, es ist genau. Deswegen habe ich den Vogel auch nicht gewählt. Also, keine Ahnung. Traue niemals einen weißen, alten, reichen Mann. Nee, Spaß, aber... Jetzt können wir wieder ins politische Thema. Aber ja, es ist halt... Ach, nee, müssen wir auch nicht weiter ausweiten. Ist halt... Mir war es halt klar, dass der nichts Gutes weiß. Nun, das Schöne ist dann halt auch, wie da weißt du, die Leute beschweren sich, ja, aber wir hatten weiße Weihnachten. Dann gucke ich mir an, so Berlin, wir hatten einfach Temperaturumsturz von 20 Grad innerhalb von einer Woche im Dezember. Ja, das ist doch geil. Aber wir hatten weiße Weihnacht, natürlich, das löst alle Probleme. Wir hatten weiße Weihnacht, das ist... Wir brauchen keinen Klimaschutz, nein. Aber welche Jacke ich anziehe, sagt mir auch keiner. Ja, wir haben noch weiße Weihnacht. Atomkraft und Erdgas. Atomkraft, ja, lässt sich drüber streiten. Ja, Atomkraft und Erdgas soll von. Also Atomkraft, klar, kann man es ökologisch vielleicht ansehen. Das Problem ist halt nur das Endlager vom Atommüll. Richtig. Aber richtig. Erdgas soll von der Leyen ökologisch eingestuft werden, ist halt schon wieder so, da fässt ihr einfach nur am Kopf so. Die Frau hat noch nie was gerissen, nicht mal als Verteidigungsministerin hat die was gerissen. Was soll ich dazu sagen? Weiße Weihnacht, wir hatten 15 Grad hier, ja. Sonst rastet YouTube wieder aus. YouTube rastet doch auch schon aus, wenn man sich mit dem Chat unterhält. Weißt du, wir streamen ja ganz entspannt. Ich meine, mein Deck ist so, wenn ihr das Deck spielen wollt, dann ja. In Berlin gibt es jeden Tag eine Menge Schnee, der ist aber teuer. Ich habe sogar gelesen, das ist interessant in Berlin, dass die Leute, die Drogen verkauft haben, schlechteren Umsatz gemacht haben, weil die Leute keine Drogen mehr gekauft haben wegen Corona. Die sind nicht mehr so häufig zum Dealer gegangen. Da haben die richtig Verlustgeschäfte gemacht. Fand ich auch interessant. Auch die GroKo. Ja, das Problem ist halt einfach, selbst wenn wir jetzt eine Koalition haben, die werden nicht alles vom Koalitionsvertrag erfüllt kriegen. Das werden sie nie hinkriegen. Weil du hast ja auch noch die ganzen Gegenparteien, die irgendwelche Gesetze abstempeln und es dauert halt alles ewig, was in Deutschland durchzukriegen. Das dauert ja, also sie haben ja gesagt, sie wollen Gras legalisieren. Ich verspreche euch, Ende 2022 oder so, dann haben wir wahrscheinlich erstmal die Entkriminalisierung und 2023 kannst du es legal holen, so. Das war es dann halt auch. Das dauert über ein Jahr wahrscheinlich, bis das alles kommt. Nee, pass auf, wenn sie irgendwas anderes wieder durchdrücken müssen, geht das ganz schnell. Um abzulenken. Um abzulenken. Sorry. Nein, ich sag jetzt nichts mehr. Wir hören jetzt auf, darüber zu reden. Ich will das jetzt nicht vertiefen. Bestellen seit Corona halt nicht mehr im Netz. Und Einbrecher. Einbrecher haben auch weniger Erfolg gehabt seit Corona wegen Homeoffice. Oh nein, die haben Einbrecher. Die sind quasi arbeitslos. Junkie im Homeoffice. Na hier, wie hieß er? Shiny Flakes?
Er ist ein Shiny Flex. Shiny Flex, kennst du nicht? Nee. Das ist ein Deutscher, der mit, muss jetzt überlegen, wie alt der war, 19 oder 20. Er spielt keine Hingabe. Bei dem man richtig viel Drogen gefunden hat, im Wert von mehreren 100.000 Euro. In seinem Kinderzimmer. Der hatte nämlich eine Internetseite. Gibt's auch eine Doku drüber, kannst du dir mal angucken. Ja gut, wenn er schon Shiny Flex heißt. Der hat von seinem Kinderzimmer aus ein großes Drogenmonopol aufgebaut im Internet. Der gute Shiny Flex. Okay. I like you whether you like it or not. This is peace you desire. Prepare for war. Okay, wir legen definitiv Affen ab, wir legen definitiv Maya Meuchelmörder ab und ich glaube, wir legen noch einen Kolk. Genau, das ist genau die Suche. Okay, wir legen einen. Die Diener und Einbrecher halten nicht mal Corona-Hilfen. Nee. Nicht mal Kurzarbeitergeld. Ja, ist einfach nur schrecklich, was in diesem Land passiert. Die Armut steigt. Du spielst so gerne mit Megascope, hast noch mal eins für die nächste Runde. Guten Abend an die Porsche. Denkt doch mal jemand an die Einbrecher. Wir sollten einen Song schreiben über die armen Einbrecher, die während der Corona-Zeit pleite gegangen sind. Und Drogendealer. Weil wir auch so gut sind in Songs schreiben, ne? Ist gar kein Ding. Ich brauche nur einen, der das singt. Frag doch Helene Fischer. Drogenlos in der Stadt. Sieh, was Corona mit uns macht. Ich kann es wahrscheinlich besser singen. Wahrscheinlich. Hast du mich schon begrüßt? Hi Moro, keine Ahnung, wieso Moro? Wann bist du gekommen, Bogen? Ich sehe doch irgendwie doll aus, aber ich, seitdem ich im Homeoffice bin, muss ich auch ehrlich sagen, dass ich, auf mein Äußeres geschissen habe. Achte mal auf dein Äußeres, sonst kriegst du nie einen Freund. Ist schade, ne? Ja, was soll ich dir jetzt dazu sagen? Wir hätten eigentlich Reens so perfekt auf den Protoflatterer benutzen können. Es ist schade, dass ich nie einen Freund bekommen werde. Sie grüßt niemanden mehr. Eskalation. Im Stream. Ja, Julu muss erstmal wieder ins Streaming reinkommen. Die hatte jetzt 2 Wochen Pause. So. Das dauert natürlich ein bisschen. Ja. Ich habe so lange kein Magic Arena mehr gespielt. Okay, wir haben Kartenvorteil gegen Vampire. Und der zieht nächste Runde halt richtig beschissen nach. Schwierig. Mich hat sie gegrüßt. Wie gesagt, ich überlese auch manchmal ein paar Dinge so, weil es ist halt manchmal schwierig. Boah, wir könnten eigentlich einen 12-Punkte-Rico ausspielen, so, das wäre eigentlich der Dream. 12-Punkte-Rico-Meiersdorf. Aber nee. New Piece rated mit 8 Personen. Vielen Dank. Vielen Dank, Newsy. Aber wie gesagt, wir schreiben mal wegen deiner DLDU. Philipp, was war eigentlich mit meinem Magic Arena Run? Der wurde nie hochgeladen. Habe ich bis jetzt noch nicht geschafft, tut mir leid. So traurig. Ja. Time for a rematch, Lady Yennefer. Time for a rematch, Lady Yennefer. Ich muss morgen zu arbeiten. Okay, mit Reens können wir auf jeden Fall noch ein Flatterrad zerstören. Fladderadat. Fladder mal platt.
Und Kolgrim wird sich halt extrem hochbessern. Zweimal. Also Kolgrim wird über seinen Vigis rübergehen. Und er hat keine Anführerfähigkeit mehr. Jetzt wird's interessant. Was hast du noch auf der Hand? Ich meine, wir haben ihm auch richtig schlechte Karten nachgegeben. Wenn auch sowas wie jetzt Bruxa kommt oder so, dann Halleluja. Was ist denn das Wort? Hallo Julia. Hi. Hi. Wann spielen wir eigentlich mal wieder Real-Life-Magic, Philipp? Weiß ich nicht. Also die Woche wird wahrscheinlich schwer bei mir, weil die Woche ist... Weiß nicht mal, ob ich die Woche noch großartig zum Stream komme, weil ich Donnerstag, Freitag Prüfung habe. Und ich eigentlich morgen dafür ganz gerne noch ein bisschen wahrscheinlich lernen müsste. Nee, mach doch einfach ganz in Ruhe, ist doch nicht weiter wild. Ja, mach ich. Und dann gucken wir einfach die Wochen mal. Das Jahr hat ja erst angefangen. Ich denke, dieses Jahr schaffen wir es auf alle Fälle noch. Will ich den Flatterer zerstören? Ich meine, er hat nichts mehr auf der Hand irgendwie so. Aber er kommt jetzt auch nicht am Verteidiger vorbei, Ruins kaputt zu machen. Also kann ich mir Ruins nur aufsparen. Guck mal, er hat sogar noch die Bruxa gezogen. Und Kolgrim. 15 Punkte. Wusch. Phil, wozu lernst du? Du bist doch schon Twitch-Billionär. Ja, natürlich ist er das. Jetzt kommt sein Regis. Und den Regis können wir auch zurücksetzen, wenn wir wollen. War das ein Witz gerade? Nein, nicht wirklich. Das war nur ein verzweifeltes Lachen. Und weiß nicht. Dummer Spruch. Okay. Vampire sacken halt irgendwie echt hart. Vampir, also dieses, dieses machen wir mal irgendwas Schönes mit unserem Twitch-Kanal und mit den Emojis. Dieses Jahr wirklich. Vor allem, ich habe gestern im YouTube-Video gesagt, dass es vielleicht sein kann, dass Carvo dieses Jahr gar nicht mehr existiert. Jetzt kommt Julian. Dieses Jahr machen wir aber was. Ja, mit wer den weiß. Twitch-Emotes. Kann ja auch sein, dass es dann nicht mehr funktioniert. Ja, wie gesagt, ich habe gesagt, dass wir wahrscheinlich erstmal, also bevor wir Schluss machen, stecken wir erstmal zurück. So, das kann halt passieren, ne? Vampire ist nicht nur blöd. Eigentlich Vampire ist ein relativ netter Archetype, so, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, er hat zu viel auf die Flatterer gesetzt. Ich weiß, Leute finden die Flatterer komplett broken und OP und Bushi sagt es auch immer und Bushi sagt ja alles. Aber, Vielleicht sollten wir einfach wieder was... Ich lache jetzt nicht Bushi aus, aber Vampire ist halt, also ich weiß nicht, Vampire haben nicht so krass viele gute Matchups, ne?